Nicht da, wo ich herkomme. Nicht da, wo ich herkomme. Als ich abreiste, waren meine Eltern glücklich und zufrieden. Gut, es war nicht immer so. Aber dann kommen Sie und Ihre Zeitmaschine ins Spiel. Zeitmaschine? Ja, hören Sie, Doc. Sie erinnern sich nicht. Doch Sie haben eine Zeitmaschine gebaut. Aus einem DeLorean. Warum? Warum nicht? Dumme Frage darum. Einfach nur so, würde ich sagen. Und der Stahlrahmen des DeLorean war aus irgendeinem Grund wichtig. Was weiß ich. Faszinierend. Ja, das ist faszinierend. Es ist faszinierend und großartig und unglaublich, aber das wissen Sie nicht, weil Sie sie nie erfunden haben. Sie sind nicht der echte Doc Brown. Sie müssen mir glauben. Und das liegt daran? Dass alles durcheinander kam, als ich zurück nach 1931 reiste. Klingt, als wäre diese Zeitmaschine eine sehr unpraktische und gefährliche Erfindung. Aber was mir gerade auffällt, da ja wie gesagt alles nicht passiert ist, da Doc sie nicht erfunden hat, warum zum Geier sind wir eigentlich hier? Das ist wieder dieses Großvaterparadoxon, da die Zeitmaschine nie erfunden wurde. Haben wir eigentlich nie Zeitreisen begangen und die Teile Zurück in die Zukunft 1 bis 3 haben nie stattgefunden? Also wäre diese Zukunft, also diese Gegenwart gar nicht auch präsent. Wie gesagt, das ist, mein Gehirn wird gerade Käse. nein. Ja, ich meine, nein. Was ich meine ist, dass sie zwar viel durcheinander gebracht hat, aber auch vieles besser wurde. Zum Beispiel meine Eltern. Nur dank ihrer Zeitmaschine wurden sie erfolgreich und glücklich. Dann sind sie glücklich. Nein, sind sie nicht. Weil sie mich wieder in die Vergangenheit gerufen haben und ihre Zeit gerade und die aller anderen verändert wurde. Ich verstehe. Nein, das tun sie nicht. Denken Sie nach, Doc. Erinnern Sie sich nicht? Wir kannten uns, als Sie 18 waren. Ich bin Harry Callahan. Unglaublich. Der Fall ist ernster, als ich dachte. Der Junge hat eine veränderte Realität erfunden. Doc erkennt uns wirklich nicht. Ich würde das hier oben nehmen. Nein, das hier ist die veränderte Realität. Meine Realität ist die reale Realität. Was? Ganz ruhig, Martin. Ich mache dir keine Vorwürfe. Der Fehler liegt bei uns, nicht bei dir. Scheinbar gab es einen schweren Fehler bei deiner sozialen Anpassung. Was? Sie verstehen nicht. Nein, noch nicht. Aber ich will es verstehen. Ich will die Wurzel deines Problems finden. Sprich weiter. Nimm dir Zeit. Sieh dich im Zimmer um. Vielleicht regt irgendwas hier deine dein Gedächtnis an. Okay, Doc sagt, wir können es umgucken. Warte mal. Was kann man hier angucken? Symbol. Ich weiß nicht, ob er gerade einen Touchdown feiert oder eher angekettet ist. Das Glas ist halb voll, Marty. Halb voll. Ja, gucke mal hier, der junge Emmett Brown. So sah also Richter Brown aus. Ich habe ihn nie gesehen. Natürlich nicht. Er starb, bevor du geboren wurdest. Er war mein größter Unterstützer. Nach meiner Frau natürlich. Das ist eine Veränderung. Das letzte Mal, als ich ihr jüngeres Ich sah, hatten sie und ihr Vater einen großen Streit wegen ihrer Entscheidung, Erfinder zu werden. War es nicht so? Beeindruckend detaillierte Wahnvorstellung. Sprich weiter. Was? Guck uns mal die Uhr an. Etwas an dieser Uhr kommt mir bekannt vor. Ja, so wie die aufgebaut ist, sieht die aus wie das Rathaus. Warte mal, Monitore? Alles das gleiche Zeug wie auf Dads Monitoren, glaube ich. Die ganze Stadt wird überwacht. Warte mal, kann man hier noch gucken? Uhrenfenster. Wow, das ist cool. Das Geräusch. Irgendwie einschläfernd. Genau. Was habe ich gerade gemacht? Warte mal, kann man hier noch irgendwas gucken? Kannst du nicht? Aquarium? Ist dasselbe Aquarium, was wir damals im Labor benutzt haben, im Jahr 31, wo wir hier die ganzen Sachen reingestreut haben? Hey, das ist Ihr Aquarium. Ja, das ist mein Aquarium.
Sieht ohne die Bakterien gleich viel besser aus. Hey, genau. Was? Edna hat es reinigen lassen? Ja, aber 1931 war es voller Bakterien, mit denen wir Raketentreibstoff produziert haben. Wissen Sie noch? Ich... exzentrische Fantasie. Bitte, fahr fort. Was ist mit Doc überhaupt passiert? Warte mal. Foto von Aini. Okay, sehen Sie sich dieses Bild von Einstein an. Der Hund, das Verstecken gefährlicher Tiere ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, ja, das wurde mir schon gesagt. Aber Sie haben vor langer Zeit genau dasselbe Tier versteckt. Erinnern Sie sich an den Testlauf Ihres Raketenautos? Einstein ist auf dem Gerichtsgebäude gelandet. Ich erinnere mich an so etwas, aber natürlich kann das nicht der gleiche Hund sein. Daran ist auch nichts natürlich. Einstein ist auch ein Zeitreisender, dank Ihrer Erfindung. Hör auf, mich so zu verwirren. Mein ganzes Leben habe ich dem praktischen Nutzen von Technologie gewidmet. Für eine effizientere, geordnete Gesellschaft. Da kannst du jeden fragen. Er wird es dir bestätigen. Sie wissen es besser, oder, Emmett? Nein. Siehst du dieses Foto? Ich trage es bei mir als Erinnerung an den Moment, an dem mein Lebensweg klar wurde. Der 25. August 1931. Der Tag, an dem ich ganz allein Kit Tennen, die Geisel von Hill Valley, festnahm. Was denn, ganz alleine? Und nicht zufällig auch der Tag, an dem ich Edna Strickland für mich gewann. Meine wissenschaftliche Muse und Liebe meines Lebens. Sieh her, das ist ein junger Mann, der seine Bestimmung kennt. Ich sehe da etwas anderes. Was siehst du denn? Ich hab da gerade auch was gesehen. Doc? Hab ich da nicht gerade den alten Doc und Marty gesehen? Moment mal, wenn die Zeit verändert worden ist, dann kann der alte Doc gar nicht hier sein. Warte mal, gucken wir uns das Bild doch mal an. Da, siehst du hier? Marty und Doc. Aber wir klicken mal. Kann man ja alles anklicken? Nee, ne? Emmett, Edna, wir klicken mal alles an und gehen darauf zum Schluss ein. Es tut mir fast leid, dass wir Kit Tennen weggesperrt haben. Wir? Ja, erinnern Sie sich nicht? Sie haben ihn entwaffnet, ich habe ihn im Raketenauto eingesperrt. Nein, so ist es nicht passiert. Dann hat Edna ihn sowas von manipuliert. Danny können wir nicht anklicken, Emmett ja... Hm. Ich sehe jemanden, der wegen seiner Erfindung total aufgekratzt ist. Da liegst du falsch. Auch wenn mein Raketenauto zufällig Kit Tennen gefangen hat, war es eine höchst unvernünftige und gefährliche Idee. Mit unvorstellbaren Konsequenzen hätte ich sie weiterverfolgt. Zum Glück kam Edna und richtete meinen neu gewonnenen Ruhm auf sinnvollere Ziele. Was haben wir angerichtet? Wow, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber Edna war echt scharf auf sie, oder? Scharf, ja. Edna war die erste des schönen Geschlechts, die in mir etwas Besonderes sah. Sie sah etwas, klar, und sie schnappte es sich. Ja, aber anfangs hatten sie einen kleinen Streit wegen Aini. Arthur und Trixie, wow. Knutschen sich gleich ab. Sie ihn? Arthur McFly. Dein Großvater, wenn ich mich nicht irre. Ja, Sie und ich haben 31 eine Vorladung an ihn zugestellt. Völlig absurd. Nein, aber jetzt gehen wir mal auf das Ziel des Bildes. Auf Marty und auf den alten Doc. Könnte das sein? Ich denke schon. Was? Das bin ich. Und Sie. Das andere Sie. Das bin ich. Und du. Aber wie? Harry? Er erinnert sich. Das ist unmöglich. Nein, das ist Wissenschaft. Ihre Wissenschaft, Doc. In dieser anderen Welt, von der du sprichst, bin ich dort glücklich? Sogar sehr glücklich. Sie haben zwei tolle Söhne. Söhne? Ja, und eine fantastische Frau. Nicht Edna? Nicht im Entferntesten. Und ihre Erfindung. Doc, sie können überall hinreisen, in jede Zeit. Sie sind der glücklichste Mann im Universum. Und was ist mit Hill Valley? Hill Valley? Wissen Sie, es gibt schon Probleme. Ein bisschen Stadtverfall hier, ein wenig Verbrechen da. Es ist eine normale Stadt. Die Menschen sind meistens glücklich. Und auch wenn sie unglücklich sind, dann nicht so unglücklich wie in ihrem Hill Valley. Halt!
Es gibt keine unglücklichen Menschen in meinem Hill Valley. Hören Sie auf. Sie glauben nicht meine wirklich... Meine Bürger leben in Recht und Ordnung. Niemand hat Sorgen. Niemand beschwert sich. Nur weil Sie sich nicht trauen? Mann, öffnen Sie doch mal die Augen. Sie und Edna haben alle eingeschüchtert. Für dich, Mrs. Brown, Jungchen. Oh, oh. Doc. Red mich gefälligst mit euer Ehren an. Meine Frau und ich haben über 50 Jahre gearbeitet, jeden wachen Moment geopfert, um Hill Valley von Laster und Chaos zu befreien. Und du wagst es zu behaupten, unsere Bürger wären unglücklich! Ja, das tue ich. Ich habe es gesehen. Sie haben nur Angst, es zu sagen. Angst? Angst wovor? Angst vor den Konsequenzen ihrer Taten, Doc. Dieser Ort ist wie ein Polizeistaat. Unsinn! Ich kann es beweisen. Na gut, Zeitreisender, tu das! Und bis dahin ist eine wilde Geschichte für mich genau das! Die Geschichte eines Verrückten! Und ich habe festgestellt, dass es die beste Behandlung ist, dem Wahnsinn seinen Lauf zu lassen. Uiuiuiuiui. Dann ist das Gespräch beendet? Soll ich etwa gehen? Ja bitte, ich bin sehr beschäftigt. Ich muss mich um eine Stadt kümmern. Gut, aber ich komme wieder. Mit Beweisen. Autsch. Der Flux-Kompensator fluxuiert. Doc will also einen Beweis, dass Hill Valley nicht so perfekt ist, wie er glaubt? Bitteschön, hier kommt er. Dad! Au. Nimm das Band raus, Sohn. Ich glaube, es ist zurückgespult. Oh. Wow, ganz ruhig. Setz dich. Schätze, ich war kurz weggetreten. Bin vom Stuhl gefallen. Nicht gefallen. Jemand hat dich niedergeschlagen. Niedergeschlagen? Unmöglich. Wir sind sehr stolz darauf, dass Akte physischer Gewalt in Hill Valley praktisch der Vergangenheit an... Wer war das? Weißt du's? Das kann nicht wahr sein. Es muss hier irgendwo einen Hinweis geben. Wow. Ich wollte aber nochmal zurückspringen zu Doc. Wir haben es geschafft, dass Doc sich zumindest dran erinnert hat. Aber gleichzeitig will er es so bis aussieht nicht wahrhaben. Und hat uns gleich wieder rausgeschmissen. Wir müssen gucken, dass wir Doc irgendwie weiter davon überzeugen, dass das alles, was er hier macht, falsch ist. Ich wollte ihm jetzt eigentlich... Eigentlich haben wir die Notizen von Doc dabei. Ich wollte ihm eigentlich die Notizen zeigen. Beziehungsweise eventuell eines von den Zeitungen. Aber so weit kamen wir noch gar nicht. Nein, ich will keine Pause machen. So wie es aussieht, müssen wir nachher nochmal irgendwie zu Doc reinkommen. So, gucken wir mal. Und irgendjemand... Er ist nicht vom Stuhl gefallen, ohnmächtig geworden. Jemand hat doch hier zugeschlagen. Guck mal, die Monitore. Der Schrank ist aufgebrochen. Das Papier aus dem Drucker hier. Und da liegt ein Schläger. Dad, der Schläger hier gehört nicht uns, oder? Nein. Nein. McFlys benutzen nie Aluminiumschläger. Seltsam. Nicht anfassen. Das ist Beweismaterial. Wofür? Oh. Warum würde jemand einem netten Sektor-L-Bürger wie mir so etwas antun? An was kannst du dich noch erinnern? Ich habe hier gesessen und kopierte noch eine belastende Szene auf meine Bänder. Meine Bänder, was ist mit meinen Bändern? Bleib ruhig, Dad. Sind sie auf dem Boden? Sie sind in einer Kiste, darauf steht Rohmaterial. Rohmaterial. Autsch. Videokassettenhülle, kann das die sein? Hier ist es. Das Rohmaterial. Gott sei Dank. Sekunde. Siehst du? Ich sagte doch, dass du voreilige Schlüsse ziehst. Diese ganzen düsteren Vermutungen über Diebe und Angreifer, dabei war sie die ganze Zeit... Leer. Was? Hier sind keine Bänder. Aber ich bin mir sicher, dass sie da drin war. Bevor dieser jemand dir eine übergezogen und sie dir weggenommen hat. Meine Güte, ich wurde beraubt. Beraubt in Hill Valley. Damit kommen sie nicht. Oh! Keine Sorge, Dad. Wir kommen schon dahinter. Wer konnte mir das nur antun?
Edna, würde ich sagen. Wer will nicht, dass Doc ein klares Bild von Hill Valley bekommt? Edna! Du meinst, ich wurde von der schon etwas betagten Frau des Bürgermeisters beraubt? Nicht direkt. Nein. Ach, es nützt nichts. Die Bänder sind weg. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass sie nicht auftauchen und mich in Schwierigkeiten bringen. Dad, wir können nicht aufgeben. Wir können sie in den Mangel nehmen. Polizei will ich nicht. Und da steht dann wieder Edna. Ich würde sagen, wir müssen mehr selber nach Hinweisen suchen. Lasst uns Detektiv spielen. Jetzt spielen wir Detektiv. Detektiv Marty McFly. Vielleicht gibt es hier noch mehr Hinweise. Wozu? Selbst wenn wir herausfinden, wer die Bänder gestohlen hat, können wir sie nicht zurückholen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wir müssen doch irgendetwas tun können, um an die Bänder zu kommen. Nun, wir könnten neue machen. Können wir? Sicher? Es könnte etwas dauern, aber wenn du deinem alten Herrn hilfst, sollten wir nicht länger brauchen als, sagen wir, 6 Monate. 6 Monate? 6 Monate? Aber ich brauche die Bänder jetzt. Du brauchst die Bänder? Was ich damit meinte... Wie schrecklich, wenn du die ganze Arbeit verlierst. Ich mache mir Sorgen um deine Sicherheit. Wir müssen sie Bürger Brown geben. Das muss man Bürger Brown lassen. Ich habe versprochen, ihm Beweise zu liefern, dass Hill Valley nicht so glücklich ist, wie er glaubt, als ich in seinem Büro war, bevor ich hergekommen bin. Was denn? Du hast mit Bürger Brown gesprochen? Es war nicht einfach, glaub mir. Ich musste alle möglichen Regeln brechen. Du hast Regeln gebrochen? Streunende Hunde aufnehmen, Mädchen küssen, mit Mams Flachmann erwischt werden. Das ist die abwegigste Geschichte, die ich je gehört habe. Sie ist wahr. Du vergisst, ich bin dein Vater, ich kenne deine Geschichte. Tja, die Geschichte hat sich geändert. Beweis es. Die Geschichte hat sich geändert und wir sollen es beweisen? Warte mal. Ach, wir haben doch genug Strafpunkte. Geben wir ihnen sowas mal. Sieh her und staune. Strafpunkte, aber... Das war die einzige Möglichkeit. Ich verstehe das nicht. Dad, hör mir zu. Hör mir wirklich zu. Wir beide wissen doch genau, dass die Dinge hier nicht richtig laufen. Bürger Brown hatte anfangs vielleicht gute Absichten. Doch dieses Hill Valley macht die Leute unglücklich. Shh, das hast du ihnen gesagt. So in etwa. Oh, das war's mit unseren Privilegien. Nein, warte. Er hat mir zugehört, Dad. Und er wird die Dinge ändern. Für dich und Mom. Uns alle. Ich kann dir nicht sagen, wie. Du musst mir dabei vertrauen. Okay. Doch erst muss er die Bänder sehen. Als Beweis, dass ich recht habe. Oh nein. Nein, 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 nein. Dad. Ein Plan. Vielleicht weißt du, was du da tust. Schon möglich. Aber lass mich da raus. Dad. Ich will keinen Ärger. Das ist mir zu viel. Liegt mir nicht im Blut. Aber... Tu's für deine Familie. Denk an deine Familie. Das tue ich. Und ich will nicht, dass meine Familie in Sektor X landet, bei den hoffnungslosen Fällen. Tu's für Bürger Brown. Es ist deine Bürgerpflicht. Bürger Brown sagt doch immer, wir... Sollen keinen Unsinn machen. Und das habe ich auch nicht vor. Dann tu's für Arthur. Tu es für deinen Vater. Meinen Vater? Ja, Arthur McFly. Ich weiß, wie er heißt. Kann es sein, dass er damals etwas mit der Verhaftung von Kit Tennant zu tun hatte? Ja, das hatte er. Wo hast du das her? Das war lange bevor Bürger Brown die Stadt aufgeräumt hat. Sogar bevor ich geboren wurde. Alle lebten in Furcht vor Kit Tennant und seinen Schlägern. Aber Dad hat sich gewehrt. Er hatte Beweise für Kits Schuld. Und er hat sein Leben riskiert, um sie den Behörden zu übergeben. Fürchte dich nie, das Richtige zu tun. Das hat er mir immer gesagt. Was tust du denn da? Ich frage mich, welcher Anschluss der richtige ist. Anschluss wofür? Für die Überwachungskamera, die im Garten. Moment, Moment. Du hast eine Überwachungskamera auf dich selbst gerichtet? Natürlich. Muss mich doch rundum absichern. Hilf mir rauszufinden, auf welchem Monitor ich bin. Warte mal eben. Kann man hier gucken? Warte mal, der ist ja kaputt, ne? Ach, guck mal, hier ist ein Schalter.